Im Endeffekt müssen wir jetzt bloß einfach dahin laufen, wo Sanctuary vorher war. Und schon haben wir's. So einfach. Ist ganz ungewohnt. Also wenn ich mich richtig erinnere, müssen wir quasi Markus alten Safe retten, den er hier quasi verloren hat. Probier mal den Nahkampf aus. Das sieht schon cool aus. Das war ja im Endeffekt alles unter Sanctuary vorher. Oh, gar nicht wenig Schaden. Das geht ja ganz schön gut. Oh, wie habe ich das denn geschafft? Ich Nahkampf auch noch, wenn ich. Ja. Gut. Und die sind immerhin Level 19, also. Oh. Scheiße. Ich habe den Nachteil von Nahkampf gefunden. Man stirbt. Oh, ich bin in so ein Loch gefallen. Ich glaube, Nahkampf wird eher was, wenn ich dann ein höheres Level habe und wesentlich mehr Skills habe, die das unterstützen. So dass ich dann auch Gesundheit regenerieren kann und so. Die Assault Rifle geht überraschend gut. Wegen dem Slack. Und weiter geht's. Ich musste da gerade mal kurz unterbrechen. Wenn die Tür klingelt, dann sollte man nicht einfach warten, bis die wieder verschwinden, sondern man sollte aufmachen und Hallo sagen. Es könnte ja was Wichtiges sein. So, wie ist das jetzt mit dem Safe? Der ist wahrscheinlich hier unten. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte hier nicht einfach runterhüpfen. Warum nicht? Oh oh, oh je. Oh, nice. Nice. Aber die optionale Quest würde ja bedeuten, wir müssten noch 3 killen, aber es sind halt hier keine mehr.
Bam. Das ist jetzt direkt der Bereich unter dem Bereich unter Sanctuary. Also sprich, da oben war mal Sanctuary, dann war da drunter dieses Bergbaugedöns und unter dem Bergbaugedöns hier dieses erschlossene Gebiet. Höhlen. Oh, eine Nebenquest sehe ich da auch schon auf der Map. Auf ins Getümmel. Moment, habe ich nicht eh noch eine Quest in Caustic Caverns? Ja. Milde Kreaturen. Okay, die machen wir irgendwie parallel. Schon da. Eine bare Münze fände ich jetzt auch ein bisschen wenig. Die finde ich sympathisch, weil sie so tollpatschig ist. Okay. Das sieht schon ziemlich cool aus. Vor allem, wenn das hier eine riesige Höhle ist, dann ist ja vermutlich der gesamte Planet untergraben. Oh je, oh je. Badass war Kids. Schon wieder mich selbst getroffen. Oh je, überall Gegner. Eridium. Das Schild. Ich muss es irgendwann mal ersetzen, sonst geht es mir irgendwann auf die Nerven. Ich könnte es ja doch mal mit der Pistole versuchen, vielleicht. Ich hatte die vorhin beim Nahkampf gar nicht ausgerüstet, ist mir aufgefallen. One-Hit, Barkit-Larven. Und ich werde diese Kreaturen nicht.
Sehr sympathisch. Und diese unsympathisch. Das ganze Krabbelgedöns. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass irgendwas auf mir krabbelt. Also irgendwie in ganz dämlichen Situationen. Zum Beispiel irgendwie, ich bin kurz vorm Einschlafen und auf einmal denke ich, dass über mein Gesicht irgendwas drüber krabbelt. Ich glaube, das liegt daran, dass ich einfach so ein bisschen ein ängstlicher Mensch bin. Und dass ich mir ständig einbilde, irgendwas Schlimmes würde passieren, obwohl überhaupt nichts Schlimmes passiert. Wer weiß. Das Leben ist voller Mysterien. Und vielleicht gibt es ja tatsächlich unsichtbare kleine Käfer. Das bezweifle ich zwar stark, aber ja. Oder man sitzt irgendwo in irgendeinem Büro und wartet auf irgendjemanden oder irgendwas. Und auf einmal krabbelt da irgendwas am Bein hoch oder sowas. Die sind auch gruselig, diese Thrasher. So, jetzt noch eine Nebenquest in Corsi Caverns. Lore finden. Den Safe finden. Und zwei Hinweise und ganz viele Leute killen. Okay. Eins nach dem anderen. Erstmal die Lore. Oh. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Ein Wurmloch-Thrasher, wirklich. Mann, oh Mann, oh Mann. Was? Oh je, oh je. Das wird ja immer abgefahrener. Was? Um Himmels Willen. Keine Chance. Da wurde ich wohl übermannt. Ich brauche eindeutig einen besseren Schild. Und eine bessere Klassenmod. Und ich muss wieder zurückskillen. Das Nahkampfdings, das mache ich wohl irgendwann später. Skillpunkt. Ja, ist jetzt auch eigentlich egal. Hallo, Kristallisk. Ich tu dir nichts, wenn du mir nichts tust. Ich meine, bei aller Fairness, wir dringen ja quasi einfach in deren Planeten ein und stören die in ihrem natürlichen Umfeld. Ich wäre auch ziemlich angepisst. Aber irgendwie verhält es sich so auch mit jeder Invasion. Thank you.
Ach was. Und ich schiebe die einfach. Schieb, schieb, schieb. Piep, 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 piep. Ich finde es lustig, dass ich die quasi mit meinem Kopf oder was schieb, weil meine Hände sind ja an der Waffe. Das ist das bei Borderlands. Es gibt immer besseres Equipment. Immer. Selbst wenn man meint, man hätte schon richtig gutes Equipment, es gibt immer besseres. Öffne Luftschleuse. Öffne Luftschleuse. Ups. Okay, gut zu wissen. Oh je, incoming. Da hilft kein Nahkampf. Die Musik ist schon echt cool, das muss man ihnen lassen. Iridium. Iridium.
da doch noch was gesehen. Eine kleine Tür. Aha. Ist halt eine Shotgun. Wo geht's da hin? So relativ zum Anfang ungefähr. Luftschleuse wird geöffnet. So. Incoming. Ah. Was? Okay, machen wir mal die Quest fertig. Und vom Brocken blieben bloß noch Brösel. Okay, ah, da hinten ist eine Waffenkiste. Die müssen wir natürlich noch öffnen. Ist ja klar. Verkaufen. Ah, jetzt sind wir wieder beim Anfang. Aber wir haben ja noch eine Quest hier, oder zwei sogar. Den Safe und diese Hinweise. Ja, es sind kleine Larven. Okay, da vorne kommt man nicht durch. Dann nehme ich die Abkürzung, die wir gerade freigeschalten haben. Wenn es denn eine Abkürzung ist.
Noch eine Waffenkiste, aber eine kleine. Diese Tür ging auf. Und die hier auch. So schrecklich unsympathisch. Diese ganzen gierigen Konzerne. Es ist schon echt cool, dieser Planet. Hat ganz viele verschiedene Gebiete. Oh nein, schon wieder so ein Wurmloch. Das sieht aber nicht gesund aus. Oh nein, da war doch was. Mist. Oh Mann. Haben wir ihn geschafft? Yes. Ich muss mich daran erinnern, das nächste Mal dann zu neu zu skillen. Ich hätte noch ein Spider-End töten müssen. Ah. Machen wir. Gibt alles Rache. Eines Tages gibt es alles Rache.
So, jetzt müssen wir noch den Safe finden. Das ist wohl eine Sackgasse. Oh, Artefakt mit Schockschaden, nee. Oh nein, nicht schon wieder. Hier geht's auch nicht weiter. Ups. Was macht denn die Larve in dem Container? Schau mal auf die Map. So rum irgendwie nicht. Von außen rum. Hey, bald Level 20. Nahkampfschaden, das hört sich doch super an. Rest für K.O. Mist. Werfe ich mal irgendwas Billiges weg. Kuh. Oh, leck. Mist. Ich bin kein guter Longbow-Granatenbenutzer. Ups. Oh, wir müssen, glaube ich, da doch rüber. Glibber. Glibber. Hey. Wie kommen wir da jetzt hin? So einfach. Ah, jetzt weiß ich auch, was sie mit Blue gemeint hat. Müssen wir ihn wirklich killen? Sehe ich eigentlich gar nicht ein.
Oh je, oh je. Oh Mann, oh Mann, Mann. Scheiße. Ich glaube, wir sterben hier. Doch nicht? Nice. Das ist Marcus safe. Okay. Jetzt haben wir den lieben Blue getötet aus der Geschichte. Wirklich? Fotos von Moxie. Geben wir die Fotos Markus oder einer Schlampe zurück. Ich weiß nicht. Ich weiß ehrlich nicht, was wir da machen. Ich denke mal, wir geben sie Moxie. Haben wir hier noch was zu erledigen? Nein. So, Hammerlock und Moxie. Ja, dann ab nach Sanctuary, wenn wir können. Und durch die Seuche. Ah, oh nein. Ja, das war super schlau. Hoffentlich werden wir vorne wiederbelebt. Das war super schlau. Oh je, da ganz runter, na gut. Da kam man doch raus, oder? Vorne. Mist. Mist. Und da gibt's echt keinen Aufzug oder so. Ah, eine Leiter.
Konnte ich da vorne irgendwo? Orientierungslos wie ein Maulwurf. Wobei das den Maulwürfen eigentlich nicht gerecht wird, weil die müssen schon eine echt gute Orientierung haben. Unter der Erde? Ah, super. Auf der Minimap sah das aber anders aus. Machen wir hier mal wieder zu, damit keiner hinterherkommt. Und ab nach Sanctuary. Zum Umskillen. Patronen aufmachen. Und Quests abgeben. Also ich gebe die Fotos Moxie. Er ist ein Perverser, sie ist eine Schlampe. Da weiß ich nur wirklich nicht, was ich machen soll. Das andere hätte mir ein Dings gegeben, ein Artefakt. Kritischer Trefferschaden, ne. Aus dem Weg. Assault Rifle, Sniper, machen wir Sniper. Okay, dann wählen wir die Quests gleich aus, wenn ich umgespeckt habe. Alles 16 Skillpunkte oder eher 15, weil das müssen wir ja so oder so wählen. Nahkampf war nichts, das machen wir später. Also. Zoom. Also nicht Zoom, sondern kritischer Trefferschaden. Und die Zielgenauigkeit, ich weiß nicht, das hat eigentlich ganz gut gepasst. Deswegen machen wir dir diesen Killskill. Durchschlagen ist auch super, wenn man denn so die Möglichkeit hat, das zu machen. Projektilgeschwindigkeit ist auch gut, das habe ich jetzt beim Snipern öfters mal gemerkt, dass es einfach zu langsam ist oder ich halt falsch gezielt habe. Und halt Schaden für alle Schusswaffen ist auch super. Nehmen wir mit. Gut, jetzt brauchen wir wieder die Sniper-Klassenmod. Okay. Und der Rest wird verkauft. Vielleicht noch eine Kiste. Hust, hust. Oh, Artefakte. Bin ich mal gespannt. Schildkapazität statt Resistenzen. Assault Rifle Schaden, das kommt doch gut. Die nehme ich auf jeden Fall beide mit. Schildkapazität, ich weiß nicht, ich habe 384 Schildkapazität. Feuerrate und Nahkampfschaden. Verkaufe ich mal beide. Ich kümmere mich dann später um den Nahkampf. Also bei den Artefakten. Ich denke, Assault Rifle verwende ich ja mit am häufigsten eigentlich. Wenn ich dann schon mitten im Kampf bin. Und es ist definitiv besser als diese ganzen Resistenzen unter 14%. Aber Schildkapazität, da würde ich halt länger überleben. Ladegeschwindigkeit ist auch nicht zu verachten. Ich nehme mal beides mit.
Vorläufig mal Schildkapazität. Okay, eine Sniperwaffe mit Nahkampfboost. Die macht halt weniger Schaden als die Jacobs. Vermutlich eben wegen diesem Nahkampfdingens. Und eine andere Jacobs, die macht an sich mehr Schaden, aber hat Feuerrate, ich weiß nicht. Ja, was soll's. Liegt relativ ruhig in der Hand. Super. Und die wird verkauft. Schilde. Jetzt können wir reden. Fire Nova brauchen wir nicht auf Distanz. Das wäre was für den Nahkampf gewesen. Und Quickschild. Also ich habe halt dann... Ich absorbiere keine Munition mehr. Aber das Schild lädt unglaublich schnell nach und es hat wesentlich mehr Kapazität. Also ich nehme das momentan mal. Super. Jetzt bräuchten wir bloß noch vielleicht eine Klassenmod. SMG brauchen wir nicht. Und Feuer brauchen wir auch nicht. Wobei, die ersetzt dann einfach unsere alte Feuersniper. Ich markiere das einfach mal alles als Favorit, damit ich es nicht aus Versehen verkaufe. Und diese Feuersniper muss ich vergleichen mit... Ich finde die andere gar nicht mehr. Dann machen wir das so. Ich rüste die mal aus hier. Da. Malivan. Die hatte ich ja eigentlich nur dabei, damit ich Sachen verbrennen kann. Für die Quests. Deswegen ist dieser Crit-Schaden hier auch eigentlich ziemlich wurscht. Und die macht mehr Schaden an sich. Also kann ich die verkaufen hier. Die verkaufen auch. Und das ist unsere neue Jacobs. Das heißt, die alte können wir auch verkaufen. Habe ich mich da jetzt vertan? Nee, es passt schon. Okay. Und die verkaufen wir auch. Oh, Klassenmod. Ladegeschwindigkeit und Schildkapazität und Killerskill. Nehme ich mal mit. Genau. Resistenz verkaufe ich mal. Und das Nova-Schild brauchen wir auch nicht. Das Absorb-Schild ist Level 14 und irgendwann eh wurscht. Gut. Crit-Schaden. Aber wenn ich jetzt nicht kritte, wegen Assault-Rifle-Benutzung oder so, dann wäre doch Schildkapazität zum Überleben eigentlich richtig super. Und Killer wird trotzdem noch gepusht. Also wenn man einen Gegner killt, kriegt man mehr Crit und so weiter. Das wäre super. Ich nehme die einfach mal. Und die wird... Ups, Mist. Die andere wird verkauft. Die behalte ich mal. Und die Mod auch. Momentan Schildkapazität und Ladegeschwindigkeit. Gut. Jetzt habe ich 700 Schildkapazität und mache trotzdem gut Schaden mit Snipern und Assault Rifeln. Letzte Kiste. Oh. Müsste ich ausprobieren. Aber ich habe keine Munition. Ah.
Jetzt habe ich doch wieder Munition scheinbar. Kommt gut. Okay, dann schauen wir mal, welche Quests als nächstes anstehen. Vielleicht die in the Dust. Oder die in den Highlands. Machen wir die in the Dust. Ellies Garage. Machen wir. Ungern, aber machen wir.